Hallo, mein Name ist Alexander Dix und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Industrielle Informationstechnik, kurz INIT, und verantwortlich für den KI-Marktplatz. Das INIT ist ein Institut der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und eine der führenden Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der industriellen Kommunikationstechnik. Die industrielle Kommunikation, Bildverarbeitung und Authentifikation, Computerintelligenz und Mensch-Technik-Interaktion gehören zu den Kompetenzfeldern des Instituts. Am INIT werden Informations- und Kommunikationstechnologien mit den hohen Anforderungen der Automatisierungstechnik in Einklang gebracht. Denn nicht nur für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau, sondern auch für die Produktentstehung ist die intelligente Automation der treibende Innovationsmotor. Der Fokus der Arbeiten am INIT liegt dabei auf der Herausforderung, Informationen präzise zu erfassen, effizient zu verteilen und wirkungsvoll zu verarbeiten. Hallo, mein Name ist Marc Funk und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im INIT. Unsere Aufgaben im KI-Marktplatz liegen grob zusammengefasst in der KI-Bausteinentwicklung und der Aufbereitung, Verarbeitung und Absicherung von Daten. Dabei geht es um die Beantwortung von drei Fragestellungen. Zuerst prüfen wir, welche bestehenden Forschungsergebnisse im Bereich KI sich für den Einsatz im Produktentstehungsprozess eignen und wie diese als KI-Bausteine auf dem Marktplatz integriert werden können. Dabei gilt es auch zu prüfen, ob Prozessbeschreibungen in der Produktentstehung auf Basis einer gemeinsamen semantischen Begriffsbasis beschrieben werden können, um eine präzise Funktionsweise der möglichen Bausteine zu gewährleisten. Als zweites geht es um den Punkt Information, das Gold oder Öl dieser Zeit. Diese müssen aus Daten in hinreichender Qualität aufbereitet werden. Dafür muss erforscht werden, welche Informationen in heterogenen Datenstrukturen, wie sie in der Produktion üblich sind, in welchem Umfang vorhanden sind und benötigt werden, und wie diese gewinnbringend verarbeitet werden können. Bei der dritten Aufgabenstellung gilt es, die Zuverlässigkeit, die Authentizität und auch die Anonymisierung der Daten bei der Übertragung und Verwendung sowie die Sicherung bei der Datenspeicherung zu gewährleisten. Der Strukturwandel durch die Digitalisierung hin zu einer Informationsgesellschaft führt seit Jahren zu einem explosionsartigen Wachstum der firmeninternen IT-Strukturen. Diesen historisch gewachsenen und heterogenen IT-Strukturen fehlt es häufig an Standardisierung, Integrationstiefe und Transparenz. Besonders Daten, die aus komplexen Prozess-, Anlagen- oder Unternehmensstrukturen gewonnen werden, sind äußerst heterogen, sowohl in ihrem Informationsgehalt als auch in der Form, in der sie vorliegen. Jedoch ist es für eine erfolgreiche Anwendung von KI-Methoden von essentieller Bedeutung, dass Daten durchgängig aufbereitet werden und in einer ausreichenden Qualität vorliegen. Mithilfe des Data Governance Check auf dem KI-Marktplatz können Sie Ihre aktuelle Data Governance einschätzen lassen. Als Ergebnis erhalten Sie umgehend eine Einordnung Ihres Reifegrades sowie konkrete Tipps und Informationen, wie Sie Ihre Data Governance verbessern können, sodass dem Einsatz von KI-Anwendungen nichts mehr im Wege steht. Der Erfolg des KI-Marktplatzes ist maßgeblich von der Akzeptanz der Teilnehmer abhängig. Entscheidenden Einfluss auf die Akzeptanz haben Konzepte zur Gewährleistung der Datenintegrität, Sicherheit und Anonymisierung. Das INIT beabsichtigt, Authentifikations- und Sicherheitsmethoden anzuwenden, beginnt bei der Datensammlung beim Anwender, beim Transfer zum KI-Marktplatz bis zur dauerhaften Bereitstellung im Marktplatz. Es soll geklärt werden, inwiefern es möglich ist, anonymisierte Modelle zu erzeugen, die gleichzeitig bezüglich ihres Einsatzzweckes sowie der Gültigkeit und Sicherheit authentifiziert werden können. Durch künstliche Intelligenz erlernte Methoden lassen Rückschlüsse über die Herkunft und die Inhalte der Daten zu. Deshalb werden maschinelle Lernmethoden untersucht, die den Lernprozess so gestalten, dass anonymisierte Modelle entstehen.